So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Planescape Torment. Wir haben zuletzt mit Nordom gesprochen und ich würde das Ganze ganz gerne mal verlegen. Die Gespräche können wir ganz gerne mal wieder ans Ende der vierten Episode oder sowas legen. Dann, wenn wir auch den Kreis des Certimon möglicherweise etwas mehr erkunden werden oder wollen oder können oder wie auch immer. Darauf hoffe ich zumindest noch. Ich hoffe ja darauf, dass ich innerhalb dieses Let's Plays den gesamten Kreis des Certimon noch analysieren werde, ergründen kann. Und DuckCon dementsprechend lange noch mit mir führen kann. Es ist immer noch dunkel. Ich würde gerade mal was gucken, und zwar, welches Level wir eigentlich gerade sind. Mir wurde nämlich gesagt, dass ich auf Stufe 12, ach ja, hier, Stufe 12, 11, dass wir da doch einen entscheidenden Boost bekommen werden, was unsere Attribute angeht. Und das möchte ich ganz gerne relativ bald mal jetzt forcieren, dass wir Stufe 12 werden, bevor wir weiter in der Hauptstory am besten noch machen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch wenigstens eine Runde einlegen in diesem quadratischen Labyrinth. Erledigt. Vorab müsste ich dafür aber, glaube ich, noch relativ viele Vorräte sammeln. Dafür müsste ich noch relativ viel Geld überhaupt mal bekommen. Und Geld bekomme ich, weiß gar nicht genau woher. Wir können vielleicht ein paar Dinge mal verkaufen. Haben wir noch was, irgendwas bei uns? Ja, wir haben ein bisschen Klinkerkram bei uns. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen, dass irgendwer ein Spinnenarmband, dass du ein Spinnenarmband bekommen solltest, Anna. Das ich jetzt wahrscheinlich irgendwem gegeben habe. Hat das jemand an? Nein. Habe ich dir das Ding gegeben aus irgendeinem Grund? Hier. Da ist es doch. Wunderbar. Zack. Und plapp ist wieder dein Arm dran. Wunderbar. Ich würde, glaube ich, mal erstmal einen Laden aufsuchen. Und zwar den Kuriositätenladen. Denn dort würde ich zum Beispiel mal ganz gerne diese Süßigkeit kaufen. Für den Zauberer, den ich, glaube ich, schon mal irgendwann, wie ich schon mal, glaube ich, irgendwann vorgehabt habe, aber, glaube ich, nie gemacht habe. Und wenn ich es nicht kann, oder, das ist erstmal sozusagen der Plan. Und, wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir noch relativ viel Kram verkaufen jetzt. Wir haben ja ein paar Ringe zumindest gefunden in dem Dungeon. Mal gucken, ob du ebenfalls dafür bist. Hallo. Ja. Würdest du dir gerne die Waffen und Talismane ansehen oder einige meiner exotischeren Erwerbungen? Erstmal die Waffen und Talismane, um ein bisschen Dinge zu verkaufen. Habe ich selber was für dich? Schmiedehammer möchte ich nicht verkaufen. Ach ja, ein bisschen noch schmieden, stimmt. Der Modronenwürfel werde ich mit Sicherheit nicht verkaufen. Der sadistische Rahmen, den auch nicht. Lederschürze brauche ich noch. Zange brauche ich noch. Faltportal sollte ich vielleicht auch nicht gerade weglegen. Elixier der schrecklichen Trennung. Nein, Spiegel der Bilder auch nicht. Obwohl wir davon, glaube ich, mehrere haben. Schmutzige Rattentalismane. Ja, komm, die kannst du beiden verkaufen. Obsidian-Ohrring kannst du, glaube ich, verkaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es überhaupt noch habe. Spiel der Bilder muss ich noch identifizieren, kann das sein? Marks Geschoss kann auf jeden Fall weg. Oh, habe ich alles verkauft. Egal. Und, ja, zu spät. So, Haustier Lim Lim, den würde ich ganz gerne noch behalten. Der Purpur des Fernohrring, ja, am besten auch. Den Silberohrring kannst du haben. Auch diesen Silberohrring, du, ja, genau. Mord ist immer derjenige, der bei uns den ganzen Krempel bekommt, der zum Verkaufen ist. Linse der Unschärfe, die wollte ich, glaube ich, nicht haben. Deswegen, ja, Spiegel der Bilder, der war noch mehr wert als das. Bronzearmband, Silberohrring, Beutel mit Münzen und ein magischer Gegenstand. Den ganzen Kram kann ich leider nicht verkaufen. Sehr schade. Aber hier kriege ich schon mal meinen 760. Auch nicht verkehrt. Mieter der gefährlichen Aufgaben. Die Dame ist ja mittlerweile weg, deswegen kann ich es jetzt verkaufen. Ohrringe von Grace der Gefallen kann ich auch verkaufen. Purpurnes Fellohrring hatte ich gerade schon erst wieder verkauft. Eisenerz behalte ich mal. Gut. Ich bin jetzt wieder bei 4432. Das wirkt doch schon mal so, als ob ich jetzt noch mal einiges kaufen könnte. Ja, ich würde gern die exotischeren Sachen sehen. Und zwar, Gorgonische Salbe, Monsterkrug. Was war die Gorgonische Salbe nochmal? Du betrachtest eine Flasche aus deren Etikett, bla bla bla. Fleisch zu Blut, das hätte ich gerne mal genommen. Aus Interesse. Für 100 Kupfer ist das völlig in Ordnung. Und die weiteren exotischeren Dinge, im vorderen Teil des Ladens zum Beispiel. Der Schokoladenquasit ist, glaube ich, genau das, was ich gerne hätte. Vielen Dank. Für 199 ist völlig in Ordnung, das nehme ich doch mal. Was haben wir noch so, was mich gerade jetzt mal ad hoc interessieren würde? Der hintere Teil des Ladens. Jeffras Ring, was war das nochmal? Dieses Jeffras Ring der nahezu vollständigen Unsichtbarkeit. Er macht seinen Träger unsichtbar, beinahe jedenfalls. Wie läppische Summe von 349 Kupfermünzen. Nehme ich den mal mit. Weil ich glaube, Anna könnte den gut gebrauchen. Ein weiterer Kommentar, der mir von euch geschrieben wurde,
besagte, dass ich Anna, dass Anna irgendwelche lustigen Angriffe machen kann, wenn sie fast nicht sichtbar ist und sich hinter dem Typen befindet. Und das könnte vielleicht dabei helfen. So, was haben wir noch? Wir haben noch der hintere Teil, genau. Ich glaube, das war's. Den ruhmbedeckten Bierkrug möchte ich eigentlich nicht kaufen. Auch wenn der Herr vorne in der Stadt den ganz gern hätte, aus irgendeinem Grund. Jetzt aber gehe ich erstmal zurück. Und, obwohl, nee, machen wir was anderes vorher? Genau, wir machen mal jetzt noch vorher die Kunst- und Kuriositätenladen. Denn jetzt haben wir gerade diese Fleisch-zu-Stein-Salbe, nee, andersrum, Stein-zu-Fleisch-Salbe gekauft. Und ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn ich das erstmal hier rauf schmiere. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt zur Katastrophe führen kann, weil dieser Zauberer hier war ja, glaube ich, damals, es war ja sozusagen, ist ein realer Zauberer, der irgendwie, während er einen furchtbaren Zauberspruch wirken wollte gerade, im Begriff darin war, wollte er, wurde er, glaube ich, zu Stein verurteilt oder verzaubert. Und ich würde gerne rausfinden, was passiert, wenn ich es einfach mal wieder rückgängig mache. Ich bestreiche die Statue mit der gorgonischen Salbe. Ich bestreiche die Statue mit der stinkenden Salbe und um die Statue erscheint ein seltsames Schimmer. Du siehst, wie die Statue Luft holt und die Augen von Gangroik-Hydron sich mit einem lodernden, drachedurstigen Wahnsinn füllen. Ich halte meine Ohren zu. Ich sage erstmal, sei gegrüßt. Bevor du irgendetwas tun kannst, strömt ein flammender Strom von Worten von den Lippen des Hexers. Während du sprichst, spürst du, wie dich eine quälende Empfindung gleich einer plötzlichen Welle glühender Hitze überkommt und wie ein blasenwerfende Wunde deine Haut sinkt. Blindheit fällt über dich, als deine Augen bersten und wie aufgeschlagene Eier aus ihren Höhlen laufen. Du hörst jemanden schreien und stellst schnell fest, dass du das bist. Ich warte, bis der Horror endlich vorbei ist. Und hab dafür Erfahrung bekommen, immerhin. Eigentlich könnte ich ganz guten Sinnsate werden, weil ich habe mittlerweile auch immerhin jetzt die Erfahrung gemacht, wie meine Augen wie aufgequollene Eier aus meinen Höhlen laufen. Ist doch schön. Das letzte, dass du, was du sogar noch über deinen eigenen Schreien hörst, ist Morte, der ruft. Neue Spottgeschütze, oh Mann. Ah, bei den Klingenbrüsten der Dame. Was? Plötzlich wird alles still, als deine letzten Sinne flackern und zu nichts ersterben. Stirb einen grausamen Tod. Du bist ein Opfer von Gangroik-Hydrons schrecklichen Fluch geworden. Anführer eliminiert. Aber ich bin nicht sterblich, nicht wahr? Ich bin weg. Aber wo bin ich jetzt gerade eigentlich hier? Zu Gasse der heulenden Seufzer, Marktplatz. Ach Gott. Ja, okay. Warte mal, wenn ich jetzt mal kurz hier rausgehe, dann würde ich ganz gerne wieder zum Bezirk der Kuratoren gehen. Und würde wirklich sehr gerne nochmal mit dem Zauberer sprechen. Ich bin wirklich sehr froh, dass mittlerweile wieder Tag geworden ist. Die ganze Zeit bei Nacht rumzulaufen, ist natürlich nicht gerade erquicklich. So, einmal hier lang bitte. Da lang und ich glaube, wir müssen hier rein. Mal gucken, ob der Zauberer jetzt schon irgendwas sagt. Oder ob er überhaupt noch da ist. Nee, ist weg. Schon gut. Okay. Naja, war eine Erfahrung wert. Für 4000 Erfahrungen. Kann man hier noch irgendwas machen am Sockel? Nein, die Statue, in Wahrheit der einstversteuerte Magier Gangroik-Hydron, ist einfach verschwunden. Vermutlich hat er sich auf und davon gemacht, ohne auch nur ein Wort der Entschuldigung zu hinterlassen. Warum auch? So. Gute Dame. Ivana lächelt und winkt dich herbei. Sei gegrüßt. Schön, dass du wieder da bist. Willst du etwas über eines der Stücke wissen? Ja, das will ich. Was ist mit Gangroik-Hydron? Die Statue des schreienden Mannes. Komisch, dass du danach fragst. Kurz nach einem schrecklichen Lärm sind einige Kunden zu mir gestürmt und haben von einer verstümmelten Leiche erzählt, die auf dem Boden liegt. Das Harmonium ist gekommen, um die Leiche aus dem Gebäude abzutransportieren, aber es konnte kein Täter finden. Ich habe ihnen gesagt, dass höchstwahrscheinlich irgendein verrückter Gangroik-Hydron freigelassen hat und durch seinen Fluch umgekommen ist. Doch den alten Magier selbst hat man nirgendwo finden können. Mehr weiß ich nicht. Okay, dann wollte ich gar nicht mehr wissen. Ich muss auch weg. Eine Frage, hat sich eigentlich jetzt gerade meine Gesinnung in irgendeiner Form verschoben, dadurch, dass ich gerade jetzt hier einen wahnsinnigen Mager wieder mal rausgeholt habe? Ich bin immer noch neutral gut. Naja, okay, das wollte ich nur wissen. Das Übliche halt. Schon der zweite wahnsinnige Magier, den ich jetzt in Sigil freigesetzt habe, aber naja. Wir müssen uns ja nicht um alles kümmern, nicht wahr? So. Bist du Gangroik-Hydron? Nein, du bist ein ganz unschuldiger Bewohner dieses Bezugs. Das freut mich sehr. Lass uns doch mal wieder in die große Halle hier eintreten. Und zwar offenbar auf den umständlichsten Weg. Und lass uns mal den Zauberer suchen,
der irgendwie so auf Süß abgefahren ist und aber uns irgendwie nicht leiden konnte. Ich weiß leider nicht mehr, wo er war. Das ist das große Problem. Aber wir werden ihn schon irgendwo finden. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich bei den Sinnsteinen befunden hat. Das kann gut sein. Bei den Sensorien. Lass uns vielleicht mal hinführen. Denn dazu brauchen wir die Hilfe von dir, Splitter. Splitter, wie auch immer. Wie kannst du mir helfen? Genau. Kannst du mir den Weg zu den Sensorien zeigen? Dann bring mich bitte erstmal ins Öffentliche. Ich bin weg. So, war der Herr hier? Ungewiss, ungewiss. Ne, hier war er schon mal nicht. Da war er auch nicht. Ich glaube fast, wir müssen ins private Sensorium gehen. Ja, das sieht wirklich so aus. Na gut, dann zurück. Ne, warte mal, hier geht's rein. Dankeschön. So, Splitter. Genau, wie kannst du mir helfen? Bla 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 bla. Kannst du mir Sensorien zeigen? Und zwar ins Private. Vielen Dank. So, Quell könnte es gewesen sein. Hallo, Quell. Der Magier erstarrt, als er dich näher kommen sieht. Unfassbar. Willst du mich schon wieder mit deiner widerlichen Gegenwart nerven, du begriffsstutziger erstickender Sack? Er unterbricht seine Tirade, um ein kleines Pfefferminzbonbon zu essen. Ich hoffe, du hast dir deine paar bessere Manieren zugelegt. Ja, schau mal hier, ich habe dir leckere Schokolade mitgebracht. Oh, sein Benehmen ändert sich schlagartig. Sehr nett von dir, sehr liebenswürdig. Darf ich mal sehen? Ich zeige ihm, wie Schokoquell sieht. Und hab die Erfahrung eingebüßt für 8000. Hab den Gegenstand eingebüßt und 8000 Erfahrung bekommen. Er nimmt ihn aus der Hand. Oh, die sind sehr selten und sehr lecker. Er beißt ein großes Stück ab und stopft sich den Rest in seine Tunika. Ich hätte da ein paar Fragen. Er sieht dich finster an und leckt sich dabei die restliche Schokolade von den Fingern. Wer hat dir gesagt, dass du mich mit den dümmlichen Fragen belästigen sollst? Er starrt dich vorwurfsvoll an. Na los, sag, womit du mich nerven willst und oder verschwinde. Er fischt einen Malzbonbon aus seiner Ärmel und isst es. Wer bist du? Ich bin Quell. Er hebt gebieterisch seine Hand, als ob er dich daran hindern will, dich vorzustellen. Und du brauchst dich auch nicht vorzustellen. Du musst die unverschämteste und nervigste Pest auf dieser Seite von Sigil sein, von der ich schon so viel gehört habe. Wie angenehm, dich kennenzulernen. Und dank den Mächten, dass es passiert, bevor du den Löffel abgibst und stirbst. Obwohl mir dann die Mühe erspart geblieben wäre, mit dir zu plaudern. Ich würde liebend gerne meine gewaltigen Hexenkünste gegen einen kleinen Zauber eintauschen, um dir in deinen Dickschädel einzuimpfen, was Manieren sind. Gewaltige Hexenkünste, könntest du sie mir vielleicht beibringen? Darum geht es nämlich hier die ganze Zeit. Dich was lehren. Ha, bist du überhaupt ein Magier? Ja. Oh, was für Wunder das Multiversum heute doch für Quell bereithält. Na los, zeig mir dein Zauberbuch. Ich lasse es ihn ansehen. Oh Quatsch, verdammt. Ach Gott. Er rollt mit den Augen. Nein, lass mich was anderes fragen. Verdammter Mist, hab ich gerade verklickt. Entschuldigung. Deswegen mache ich es nochmal. Ja. Und lass es ihn ansehen. Er entreißt es dir und starrt es wütend an. Was ist denn das für ein Müll? Mist, 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 Mist. Auf diesen verschmierten Seiten kann man ja fast gar nichts mehr lesen. Du hast das Buch wohl als Lappen benutzt, so dreckig wie das aussieht. Kannst du nichts besser auf dein Zauberbuch aufpassen? Wie soll ich jemandem etwas lehren, der der Kunst keinen Respekt zollt? Es enthält meine Zauber. Wie es aussieht, ist völlig unwichtig. Lächerlich, absurd. Der lächerlichste Widerspruch, den ich je gehört habe. Wer hat dich denn die Kunst gelehrt? Eine Hebamme auf Lumpensammerplatz, Mebef. Und ich habe das Gefühl, dass du vielleicht Respekt bekommen wirst. Dann Schande über sie, oder auch nicht. So einen völligen Mumpitz zu verbreiten. Und diese Zauber, was haben sie denn bloß für einen Plunder beigebracht? Versiffte Zauber mit Flüchen und jede Menge Brimborium. Triviale Banane wie eine Kerze flackernde Zauber mit bombastischen Namen. Also, wieso ist es denn so wichtig, wie es aussieht? Im Aussehen deines Zauberbuchs spielt sich dein Respekt für seine Macht wider. Dein kleines Schundbuch taugt nur für die niersten Worte. Echte Zauber sollten mit seltener, kostbarer Tinte auf Pergamentpapier mit Goldrand niedergeschrieben werden. Alles muss seine Ordnung haben, sonst geht gar nichts. Er fängt an, wie verrückt herumzuhüpfen. Ordnung, Ordnung! Aha, wirst du mich nun lehren oder nicht? Er schließt seine Augen und massiert sich eine Weile die Schläfen. Schließlich spricht er mit kühler, monotoner Stimme. Es liegt auf der Hand, dass ich dich nichts lehren kann. Ich habe aber ein paar Zauber, die du mir vielleicht abkaufen willst. Willst du sie mal ansehen? Ja. Du hast Schriftrolle Panzer. Schriftrolle Identifizierin. Panzer, was ist das denn? Ermöglicht es dem Anwender, den Zauber Rüstung anzuwenden.
Körperliche Angriffe werden besser abgewehrt, da denen, die keinen Schutz haben, einer gewährt wird. Dieser Zauber verleiht dem Ziel eine Rüstungsklasse von 6. Er kann mit einem Geschicklichkeitsbonus kombiniert und erhöht werden, aber mit sonst nichts. Der Zauber dauert so lange an, das ist nicht besonders viel. Aber interessant trotzdem. Blindheit, Freundschaft, Glück, Schicksal, Zufall, Kismet, wie man es auch nennen will, dieser Zauber verleiht dem Anwender eine kurze Zeit lang mehr Glück. Pro Stufe des Anwenders verschafft dieser Zauber der Zielperson 5 Sekunden lang 2-8 Bonuspunkte auf Glück. Dadurch werden die Erfolgschancen bei verschiedenen Aktionen wie Angriff, Diebesfertigkeiten, Ausführen von Rettungswürfen etc. verbessert. Gar nicht mal übel. Verschwimmen. Wenn Form und Geist verschwimmen, wird man schlechter gesehen oder berührt, sodass man im Kampf einen großen Vorteil hat. Durch diesen Zauber verschwimmen Gestalt und Konturen des Zauberers, sodass es schwieriger wird, ihn anzugreifen. Sämtliche Angriffe auf den Zauberer führen zu einem Punktabzug von minus 3 und verschaffen dem Zauberer plus 1 auch bei allen Rettungswürfen. Gar nicht mal übel. Schriftrolle Blitzball habe ich, glaube ich, schon. Elysiumstränen. Stufe 3 ist übrigens, okay, der Himmel der oberen Ebenen weint, also die Himmel der oberen Ebenen weinen, wenn Böses getan wird. Diese Tränen können selbst den schwer bewaffneten Feind verbrennen. Nachdem der Magier sich ein einzelnes Zielobjekt innerhalb der Reichweite ausgewählt hat, geht ein Strom kleiner Meteore auf das Ziel und der darum liegenden Gebiete nieder. Oh, ein Meteor für jede Erfahrungsstufe bis zu einem Höchstwert von 10. Ich habe eine Erfahrungsstufe von 11 momentan, das ist gar nicht mal schlecht. Also 10 dementsprechend. Jeder Geschosstreffer verursacht 1-2 Schadenspunkte durch stumpfe Waffen und 1-4 Schadenspunkte durch Feuer. Wesen, die sich im Umkreis von 1 Meter zum Zielobjekt befinden, erhalten ebenfalls 1 Schadenspunkt durch Feuer. Das ist gar nicht mal übel. Gar nicht mal schlecht, gar nicht mal übel. Kann man sich schon mal überlegen. Ich klick's gerade mal an. Kältekegel. Also was ist jetzt gerade? Stufe 5. Kann ich, glaube ich, gerade noch so wirken. Extreme Kälte schlägt jedem deiner Gegner entgegen und empfängt ihn in einer eisigen Umarmung. Dieser Zauber feuert einen 10 Meter langen kegelförmigen Bereich extremer Kälte von der Hand des Anwenders ab. Er fügt 1-4 Schadenspunkte und plus 1 Punkt pro Stufe des Anwenders zu. Maximal aber 10 bis... Was? Wie viel? 10 bis 40 plus 10 Punkte. Okay, warte mal. Er fügt 1-4 Schadenspunkte... plus 1 Punkt pro Stufe des Anwenders zu. Okay. Maximal aber 10 bis 40. Okay, okay, okay. Kugelblitzsturm. Das klingt aber sehr nett. Stufe 6. Und wie der Mensch nach oben schaute und zu den Himmeln schrie, so schallte es zurück. Die Regeln des jüngsten Gerichts regnen aus den Himmeln hernieder, wenn diese Zauber ausgesprochen wird. Gigantische Blitze, die losschlagen und fesseln, umfassen diesen Sturm des Todes. Riesige Blitzschläge gehen auf alle feindlichen Wesen auf dem Bildschirm herab und fügen ihnen 7-70 Schadenspunkte zu. Mit einem erfolgreichen Rettungswurf wird der Schaden halbiert. 7-70. Das ist schon richtig geil. Also im besten Fall immer noch ja, 70, aber wenn sie einen Rettungswurf haben, halt 35. Das ist natürlich ziemlich cool. Klingensturm für 3600. Wieso kann ich das nicht nehmen? Was wahrscheinlich zu teuer ist insgesamt mit den anderen Zauber. Stufe 7. Warte mal ganz kurz. Bevor ich irgendwas mache, wie viel... Was ist die maximale Stufe, die ich überhaupt haben kann momentan? Wir haben 1., 2., 3., 4., 5. Ah, 5. Grad ist momentan das Maximum, was wir haben können. Da haben wir Feuer und Eis. Yours Cold ist Eis. Ein Zauber, bei dem ich schon vergessen habe, was es eigentlich bringt. Eine rote Feuersphäre und eine blaue Eissphäre schießen hervor und machen kurzen Prozess mit dem Ziel deiner Wahl. Dieser Zauber ruft 2 Kristallsphären hervor, die eine rote, eine blau, die ein ausgewähltes Ziel treffen. Beim Aufprall explodiert die rote Sphäre in einen Feuerball, der in einem Radius von 10 Metern 3-18 Feuerschaden bei allen innerhalb der Reichweite... Ah, das ist das Problem. Genau, deswegen haben meine Leute auch Schaden bekommen. Die blaue Sphäre hat das gleiche ungefähr mit 3-18. Okay, okay, also... Mehr als 5 sollten wir nicht haben, außer vielleicht wir schaffen es irgendwann auf Level 12 und dann haben wir, genau, Zauber. Und dann haben wir halt, noch einen Level 6 Zauber möglicherweise und Elysiums Tränen sind Level. Ah, das ist nicht genug. 1-2 Schadenspunkte ist nicht so wahnsinnig viel. Finde ich zumindest. Wort der Macht ist Stufe 8. Was bringt es denn? Die Macht des Sehens wird genommen und Finsternis hält Einzug. Dieser Zauber blendet bis zu 1 Trefferpunkte von Wesen in einem Radius von 5 Metern pro Stufe des Anwenders vom ausgewählten Zielpunkt. Die Blindheit breitet sich vom Mittelpunkt aus und betrifft zunächst das Wesen mit dem niedrigsten Trefferwurfsummen. Wesen mit mehr als 1 Trefferpunkte oder Trefferwürfel sind dicht betroffen. Die Wirkungsdauer des Zaubers hängt von der Anzahl der betroffenen TW ab. Wenn 25 oder weniger TW betroffen sind, dauert die Blindheit... Okay, 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 okay. Ja, finde ich so halb gut. Klingensturm. Stufe 7 kann ich leider also nicht nutzen. Kugelblitzsturm finde ich ganz spannend.
Ich glaube, ich kaufe mal den und Elysiums Tränen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Kann ich dir übrigens noch irgendwas verkaufen, wenn ich gerade mal hier bin? Habe ich gerade irgendwas noch da? Hier dieser magische Gegenstand zum Beispiel, den du ganz toll findest bestimmt. Beutel von Münzen willst du auch nicht haben. Du willst eigentlich gar nichts von mir haben. Okay. Dann kaufe ich es einfach mal. Bin jetzt schon wieder nicht mehr so unglaublich reich, aber es passiert. Und danke dir erstmal dafür. Nun werde ich speichern und versuchen, diese Zaubersprüche in mein Zauberbuch zu übertragen. Es sei denn natürlich, ich habe gar keinen Platz mehr dafür. Aber Elysiums Tränen war, glaube ich, dritter Grad. Das heißt, ich kann irgendwas davon vielleicht löschen. Satimons Fokus. Blitzbälle, Folteraxt, Gleichgewicht in allen Dingen. Aus der Trennung des Volkes entstand bla bla bla, genau. Wenn dieser Zauber hat nur Auswirkungen auf den Anwender. Wenn der Anwender bei aktivierten Zauber angegriffen wird, erleiden alle feindlichen Wesen einen Radius von 3 Meter denselben Schaden. Diese Wirkung hält einen Angriff lang pro 4 Stufen des Anwenders. Das ist vielleicht nicht so clever, weil... Warte mal, kann man nicht irgendwie löschen? Kann man nicht. Ja, dann ist natürlich relativ dumm, dass ich gerade diesen Zauber gelernt habe oder diesen Zauber gekauft habe. Aber vielleicht, vielleicht erreichen wir irgendwann in Stufe 12 noch einen weiteren Zauber. Also einen weiteren Zauberslot. Das wäre ja auch schon mal nicht verkehrt. Gut. Oder aber, ich schau mal, ob unser wahnsinniger Feuermagier hier noch Slots frei hat. 3 nicht. Bei 5 hast du einen frei. 6 kannst du noch nicht zaubern. Aber du kannst 5er zaubern. Das ist doch gar nicht mal verkehrt. Dann gucke ich kurz mal. Wo ist es denn? War jetzt eigentlich gerade Rädelsführer, der die Dinger gekauft hat. Ach, du warst das, natürlich, wer sonst? Und zwar bekommst du jetzt einen Kugelblitzsturm, mein lieber Freund. Ich speier vorher nicht, dass es irgendwie schief geht. Dafür war es zu teuer. Zauberspruch kopieren, ich habe es geschafft, ihn zu lernen, sehr gut. Dann werde ich den... Ach, für dich ist es ein 6. Grad. Nein, das war relativ dumm. Stimmt, der war ja allgemein 6. Grad. Spielladen. Und am besten den letzten Speicherstand. 8, 18, 8, 6, genau, laden. Gut, dann müssen wir einfach mal warten, bis wir eine Stufe aufgestiegen sind. In der Zwischenzeit können wir vielleicht mal gucken, was wir noch alles so machen können. Schauen wir mal unser Journal. Spalte, Pestel und Kirn, wo auch immer sie sein mögen. Ich habe einen Mann getroffen, der eigentlich 2 Leute war, die zu einer Person verschmolzen waren. Ich habe ihnen gesagt, dass ich zurückkomme, wenn ich einen Weg gefunden habe, sie zu spalten. Das Dumme ist allerdings, ich habe keine Ahnung, wo genau sie sind. Ich gebe mal Pestel ein. Vielleicht gibt mir das irgendeinen Hinweis. Ja, vielen Dank. Okay, danke für diese Suche. Aber vielleicht gebe ich mal hier Pestel ein. Nein. Ups, Entschuldigung. J. Bei Tagebuch. Okay, und wie war's? Kill? Auch das nicht. Okay, ich finde die Nachthexe Ravel Rätsel schön. Da habe ich schon eine Ahnung, wie das irgendwie kommt. Besorge eine Fiole mit Fleisch und Blut. Oh ja. Xander hat mich beauftragt, ihm eine Fiole mit meinem eigenen Fleisch und Blut zu verschaffen. Dies braucht es für die Fertigstellung des Traumerzeugers. Schmiede einen Gegenstand. Das können wir mal gleich mal machen. Tret den Göttermenschen bei als Möglichkeit. Hilft dabei, die Traummaschine in den großen Gießereifall zu stellen. Okay. Hol Quinzgift, Talisman von der Leiche von Gries. Nein. Und finde einen Weg, Frohmanns Gedächtnis auszulöschen. Das können wir auch noch mal versuchen. Ich bin weg. Das ist ja durchaus eine Möglichkeit. Vielleicht gibt er mir irgendwie ein bisschen Geld dafür. Ich glaube jetzt mal nicht wirklich, aber es wäre eine Möglichkeit. Ich schaue erst mal, was das kostet. Ich weiß gar nicht mehr, was das eigentlich war, aber irgendein Gegenstand hier hat ja auch das Gedächtnis ausgelöscht oder würde das Gedächtnis auslöschen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihm das helfen würde. Okay. Komm mal ran, Ische. Sag mir, was du im Laden hast. Ja, und zwar die exotischen Sachen. Der Monsterkrug, war das das? Du betrachtest einen schlichten Krug, bla bla bla. Irgendein Monster ist drin gefangen. Nein, andere Sachen. Im vorderen Teil des Ladens das Babyöl, der Kurex des Unfassbaren. Vielleicht der Kurex des Unfassbaren. Warte mal. Bla bla bla. Das säuselt. Frischika ist der Kurex des Unfassbaren. Ich kann nur sagen, es ist einfach. Nun, ich kann es einfach nicht erklären. Worte allein reichen dafür nicht aus. Für nur 1000 einfach Kupfermünzen gehört er dir. Nein, das möchte ich erstmal nicht haben. Die anderen Sachen. Das Babyöl. Bla 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 bla. Nein.
Nein, das ist alles nicht das. Also ich habe es schon alles schon mehr als einmal vorgelesen, deswegen überfliege ich das in diesem Moment nur. Ich suche einfach nur den Gegenstand, der zum Vergessen führt. Der müsste dementsprechend im hinteren Teil des Ladens sein. Der ruhmbedeckte Bierkrug. Oder habe ich das schon geholt? Ein Bierkrug von ungewöhnlichen Machart, der seinen Inhalt meistens natürlich Bier immer eiskalt hält. Ach komm, ich nehme ihn jetzt mal mit. Ich weiß ja, wer ihn abnehmen würde. Vielleicht gibt er mir irgendwas dafür. Vielleicht gibt er mir mehr als 300 Kupfermünzen. Vielleicht gibt er mir 30.000 Kupfermünzen. Schon hätte ich das Problem gelöst und könnte ganz viele tolle Dinge kaufen, wie zum Beispiel fantastische neue Tattoos, die meine ganzen Leute noch brauchen, die aber unglaublich viel Geld kosten. So, warte mal, wo war der denn? Hier war doch irgendwo so eine Bar. Hier vorne, glaube ich. Speichern wir kurz mal. Ich glaube wohl, du könntest gewesen sein, der betrunkene Magier. Schluck, sagt er. Ja, wunderbar. Dieser ältere Mann, habe ich gerade Erfahrung bekommen? Nein. Dieser ältere Mann starrt in seinen Bierkrug und sein Gesicht ist das Elend begraben. Der zerbeulte Zinnkrug sieht ungewöhnlich aus. Er ist mit feinen Gravuren von seltsamen Runen und bärtigen Gesichtern sowie mit dünnem Frost bedeckt. Er sieht auf, als du näher kommst. Sei gegrüßt, mein Herr. Er scheint etwas besäuert zu sein. Ist etwas nicht in Ordnung? Er seufzt und rülpst in die vorgehaltene Hand. Dann nickt er und nimmt noch einen Schluck Bier. Das kann man wohl sagen. Ich habe meine Lehrstelle verloren. Ich war verkatert und habe meinen Mentor ein Experiment vermasselt. Und alles wegen dieser Trinkerei. Höhnisch grinst er und schaut auf den Humpen in seiner Hand. Aber schon kurz darauf nimmt er munter den nächsten Schluck. Diese Trinkerei ruiniert mir alles. Ja. Warum hörst du nicht einfach auf zu trinken? Er zuckt mit den Achseln und seufzt kläglich. Ich kann nicht. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Ich muss trinken. Immer wenn ich aufhören will, ist meine Sucht stärker. Ich bin so ein Wrack geworden. Schüttelt sich den Rest des Bieres in den Rachen und bestellt ein neues. Verstehe, was ist das für ein Humpen? Der hier, er blickt auf seinen Zinnkrug hinab. Den habe ich beim Würfeln gewonnen. Sein Zauber bewirkt, dass jeder Inhalt darin eisgekühlt bleibt. In meinem Fall heißt das billiges Bier. Er runzelt die Stirn, reibt sich die Augen und nimmt noch einen kräftigen Schluck. Da stimmt was nicht. Er seufzt und rülpst in die vorgehaltene Hand. Dann nickt er und nimmt noch einen Schluck Bier. Das kann man wohl sagen. Das habe ich gerade schon gehabt. Okay. Warum hörst du nicht auf zu trinken? Das klappt nicht. Okay. Leb wohl. Warte mal. Ich hätte ein paar Fragen. Wir kommen hier nicht weiter tatsächlich. Erstaunlicherweise. Ich dachte, mein Bierkrug würde jetzt dazu führen, dass ich ihn irgendwie austauschen könnte oder sowas. Ein Eisbierhumpen. Dieser große Bierkrug aus Zinn ist von ungewöhnlicher Machart und seine Oberfläche sind seltsame Runen geätzt. Er hält seinen Inhalt eiskalt, egal welche Temperaturen um ihn herum herrschen. Achso, wir würden einfach nur einen gegen den anderen Bierkrug austauschen. Das ist auch nicht gerade so clever. Ach ja, der Ring der nahezu vollständigen Unsichtbarkeit. Plus 1 auf Rüstungsklasse, auch nett. Und dieses Jevras Ring der nahezu vollständigen Unsichtbarkeit. Er macht seinen Träger unsichtbar. Beinahe jedenfalls. Manchmal kommt sein Besitzer für kurze Zeit der Unsichtbarkeit wirklich durchaus nah. Was auf eventuelle Angreifer in der Regel beunruhigend wirkt. Dadurch wird es schwieriger, den Träger des Rings im Kampf zu treffen. So, da hast du aber schon zwei Ringe. Die Frage ist nur. Dieser Ring sieht plus 1 auf Rüstungsklasse. Okay. Und du hast plus 2 auf Rüstungsklasse. Ich gebe dir mal den Ring. Und vielleicht gebe ich dir den anderen Ring. Damit hast du eine Rüstungsklasse von. Ja. Von was auch immer. Aber du wirst sie haben und dich daran erfreuen. Schau mal kurz mal rein. Ah ja, minus 1 hast du. Minus 7 ist fantastisch. Minus 6 ist sehr gut. 2 ist so halb gut. 3 ist nicht so gut. Und 0 ist jetzt besser als vorher. Okay. Was sollten wir machen? Genau, wir wollten etwas schmieden. Aber vielleicht erst in der nächsten Folge. Bis gleich.